Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Weiter geht es mit meiner eigenen WWE-Welt und ich weiß natürlich schon gar nicht mehr so genau, was beim letzten Mal passiert ist, denn das ist schon ein bisschen her. Das heißt, ja, so lange nicht, aber ein klein bisschen ist es doch her, denn als ich angefangen habe mit dem Universe-Modus aufzunehmen, wollte ich eigentlich nur so ein, maximal zwei Parts aufnehmen. Da hat es aber so viel Spaß gemacht, dass ich sieben Parts aufgenommen hatte, relativ in einer Session. Deswegen ist das alles ein bisschen her, weil ich dann genug Parts hatte und dann eine Zeit lang nicht gezockt habe. So, jetzt geht's aber wieder weiter. Was beim letzten Mal passiert bei ECW? Jack Swagger hat verloren gegen Kofi Kingston. Erneut, der Road Dogg hat verloren gegen Santino Marella. Genau, das stimmt, da kann ich sogar noch... In Primo hat gegen Shawn Michaels gewonnen. Wow, noch so eine Überraschung. Ja, und Xardas musste sich zum allerersten Mal geschlagen geben. Nämlich dem British Bulldog. Und dann hatten wir den Hauptkampf, den ich gespielt hatte, mit Rey Mysterio gewonnen gegen Brock Lesnar. Da kam dann wohl doch nicht der Schmerz. Naja gut, gehen wir weiter in die nächste Show. Friday Night Smackdown, will ich doch mal sagen. Los geht's mit einem Tag Team Match. Hoho. Chris Jericho, Y2J und Rey Mysterio gegen Daniel Bryan und The Big Show. Ein interessantes Match. Das erste Tag Team Match, oder? Ich glaube, das ist das erste Tag Team Match für diesen Universe Modus. Meine interessante Aufstellung hier. Wohl eher zufällig gewählt. Ich gehe mal davon aus, dass sich da keine Tag-Teams bilden. Hier raus, aber interessant. Sehr interessantes Match. Ich denke, Rey Mysterio und Y2J gewinnen. Jupp, ich tippe auf die beiden. Und sie gewinnen auch. Rey Mysterio und Chris Jericho gewinnen gegen Daniel Bryan und The Big Show. Im allerersten Match für diese Smackdown-Ausgabe. 1 gegen 1, Cody Rhodes gegen Jack Swagger. Ich glaube, Jack Swagger, der hat einfach eine Pechsträhne. Der verliert wieder, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der jetzt gewinnen kann. Ich glaube, der muss sich erstmal wieder fangen. Das wird wohl noch ein bisschen dauern bei dem. Ich tippe auf Cody Rhodes. Und damit habe ich auch wieder richtig getippt. Jack Swagger verliert leider nochmal ein weiteres Match. Diesmal gegen Cody Rhodes, der sich... bisher ganz tapfer schlägt eigentlich in diesem Universe-Modus. Und jetzt haben wir R-Truth gegen Brodus Clay gegen Kofi Kingston. Das heißt schon wieder ein Match, in dem R-Truth und Kofi Kingston, die beiden Tag-Team-Partner, gegeneinander kämpfen. Beim letzten Mal war auch noch irgendwer dabei. Ich habe vergessen, wer. Ich glaube, das war sogar Jack Swagger. Auf jeden Fall tippe ich auch in diesem Mal. Brodus Clay ist zwar... der ist zwar eine harte Nuss, aber ich... gehe mal stark davon aus, dass wieder einer von entweder R-Truth oder Kofi Kingston gewinnt. Beim letzten Mal habe ich Kofi Kingston gewonnen. Ich tippe diesmal auf R-Truth. Also die beiden, einer von den beiden wird es wohl richten. Die werden sich wohl zusammenschließen und Brodus Clay platt machen. Aber wer dann gewinnt, ich tippe mal auf R-Truth. Und der gewinnt auch. Der gewinnt. R-Truth gewinnt dieses Triple Threat Match mit einem Pin gegen seinen Tag Team Partner Kofi Kingston. Ob da noch alles gut läuft in diesem Tag-Team? Ich meine, die haben jetzt noch nicht einmal zusammengekämpft, sondern immer nur gegeneinander, die beiden. Oder das heißt immer nur, aber bereits zwei Matches, in denen sie aufeinander gestoßen sind. Interessante Entwicklung mit den beiden. Naja, schauen wir mal, wie das weiterläuft. Und jetzt schauen wir mal nach dem vierten Match für heute, das Hauptherausforderer-Match. The Miz gegen Christian. Oh, Hauptherausforderer-Match für welchen Titel ist natürlich an dieser Stelle interessant, aber... doch, dann Moment, das könnte ich, wenn ich hier auf Bearbeiten klicke, habe ich... achso, okay, oh nee, dann nicht. Abbrechen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt auf Bearbeiten gehe hier, dann sehe ich, um welchen Titel es geht, aber wenn ich auf Bearbeiten klicke, dann wird es wieder ein normales Match und kein Hauptherausforderer-Match. Interessant, The Miz gegen Christian und dann sogar noch in einem Last-Man-Standing-Match. Wahnsinn. Das ist natürlich, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Christian gewinnt das Ding. Ich glaube, Christian gewinnt hier.
In einem realen Leben hatte Miss ja den guten Christian den Titel weggenommen, den Intercontinental-Titel. Um welchen Titel es in diesem Fall geht, weiß ich ja nicht. Ich tippe mal auf Christian. Nein, The Miz gewinnt. The Miz macht den erfahrenen, den Wrestler mit mehr Erfahrung macht Christian platt. Also Christian hat mehr Erfahrung. Hätte ich nicht gedacht. Also Christian, so stark ist er bisher noch gar nicht. Ich hatte schon mal in einem Match auf ihn gewettet und er hat dann letztlich doch verloren. Okay, The Miz hat also, ist also der Hauptherausforderer für einen Titel. Welchen, das werden wir dann sehr wahrscheinlich bei Extreme Rules sehen. Und jetzt kommen wir zum Hauptmatch des heutigen Tages. Der Undertaker gegen Booker T. Jawohl, meine Damen und Herren. Der Phenom gegen Booker T in einem Tables, Ladders and Chairs Match. TLC. Booker T. Trennt sogar gegen den Undertaker. Das Phänomen. Gegen Booker T, der ja auch mal King of the Ring wurde und dann total abgespaced war. King Booker. So. Und seinen Einlauf schauen wir uns jetzt aber nicht an. Der ist zu lange. Ja, ja. Bla bla bla, Mr. Freeman. Und dann kommen wir. Okay. Also, Undertaker gegen Booker T. Booker T ja auch ein sehr begabter Wrestler, ein sehr begnadeter Wrestler, aber ich spiele mit dem Undertaker, zack, und komme hier direkt mal mit einem DDT an gegen Booker T. Oder King Booker, wie er sich ja teilweise genannt hatte. Damals. Und dann hatte er eine Fehde mit Rey Mysterio. Und damals war Booker T der Heel. Das war eigentlich auch, ich fand die Fehde eigentlich noch ganz cool zwischen Rey Mysterio und Booker T damals. Die habe ich damals sogar schon gesehen. Das habe ich damals im Fernsehen verfolgt. Auf DSF kam das. SmackDown, Booker T und Rey Mysterio hatten damals eine Fehde. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so los war. Was waren damals noch so aktuell? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, ist ja auch lange her, dass ich das geguckt habe. Da kommt wieder diese komische Attacke hier vom Undertaker. Momentan ist der Undertaker also ganz klar der Bessere, auch wenn dieser Clothesline schwer nach hinten losging. Und jetzt Booker T. Nein, einen Angriff. Und vielleicht noch einen weiteren Angriff. Nein, da ist der Konter vom Undertaker. Und was macht der jetzt? Der kommt erneut mit einem wunderschönen Angriff. Also TLC, meine Damen und Herren. Tables, Ladders and Chairs. Der Sinn, oder was heißt der Sinn? Die Siegbedingung für diese Matchart. Man muss die Leiter in der Mitte des Rings aufstellen, dort hochklettern und sich den Gürtel, was heißt sich, und den Gürtel runterreißen. Und hier kommt der Chokeslam vom Undertaker. Und jetzt verlasse ich erstmal den Ring hier und guck mir mal so einen Tisch an. Da könnten wir den nochmal drauf hauen. Ne, ich wollte ihn eigentlich auf den Tisch schmeißen. Na egal. Kann ich den Tisch nicht auch mitnehmen? Doch, kann ich. So. Und den nutzen wir jetzt mal als Waffe, will ich doch mal sagen, meine Damen und Herren. Zack. Bam. So, Booker T, jetzt kriegst du mal ordentlich was ab. Zack. Das ist natürlich geil. Man kann hier natürlich immer wieder den Tisch und auch andere Waffen als
Ja, als Waffen benutzen. Das war Fail. Eben Tische und andere Gegenstände als Waffen benutzen. Ich bringe den Tisch jetzt erstmal rein. Und stell den hier in die Ecke. Da anlehnen und dann fetzen wir Bugatti da gleich rein. Achso, in diesem Fall hängt ja gar kein Titel oben. Stimmt. Logisch. Natürlich hängt kein Titel oben. Den wir da runternehmen müssen. Es geht ja auch gar keinen Titel. Und jetzt hauen wir den mal hier volle Suppe rein. Und zack. Ja, no disqualification, genau. Ich stelle die Leiter hier alles schon mal auf. Warte jetzt aber noch auf den Finisher. Und hier ist er. Der Tombstone Pile Driver. Auf die Reste des Tisches, die da noch rumlagen. Und jetzt schreiten wir zur Tat. Schreiten da hoch. Greifen, halten. Ziehen. Und haben wir ihn jetzt? Nochmal ziehen. Komm! Hol das Ding runter! Hol das Ding runter! Nein, nein! Na, war das eng. Verdammte Axt. Da hätten wir es fast geschafft, aber Bugatti konnte uns gerade so nochmal daran hindern. Ich muss die Leiter mal gerade wieder richtig stellen. Die wurde ein bisschen verschoben. Und jetzt immer wieder volle Suppe hier auf Bugatti. Und hauen die mal raus, würde ich sagen. Komm, geh du mal raus da. Eigentlich wollte ich ihn raushauen. Okay, dann eben nicht. Und dann warte ich mal, bis der Gute wieder aufsteht. Und dann bekommt er mal wieder Oldschool ab. Aufgepasst. Ah ne, okay, den macht er nur beim Attitude-Error-Modus. Also wieder ein Chokeslam gegen Bugatti. Ein weiterer Chokeslam gegen Bugatti. Und jetzt warte ich nochmal, bis er aufgestanden ist. Und da kommt er wieder, der Tombstone Pile Driver vom Undertaker. Der zweite jetzt schon gegen Bugatti. Und ich versuche jetzt nochmal ganz schnell hier hoch und den Titel zu nehmen. Normalerweise schmeiße ich die Leute immer noch raus. Oh, das ging in die Hose. Dann müssen wir, da würde ich sagen, zack, starten wir den Angriff von ganz oben, von der Leiter. Also irgendwie steht die Leiter nicht ganz richtig, habe ich das Gefühl, was nicht funktioniert hat. Und deswegen schmeiße ich Bugatti jetzt erstmal raus. Okay, das ging schief, jetzt habe ich nicht rausgeschmissen. Naja, egal. Dann schmeiß ich ihn jetzt raus. Und mach dann draußen gegen ihn den Chokeslam. Zack, raus mit dir, du Babsack. Und ich komme natürlich hinterher. Dreht noch einmal drauf. Und jetzt ist er. Der dritte Chokeslam. Da ist er. Da ist er. Und jetzt hole ich erstmal. Nein, ich wollte gar nicht hoch. Nee, nochmal runter. Ich wollte eigentlich nur eine Waffe rausholen hier. Na, kein Tisch, eine Waffe, du Idiot. Ich wollte eigentlich einen Stuhl rausholen. Na egal, jetzt kommt dann nochmal. Der dritte Tombstone für dieses Match. Bam, der Undertaker macht Bugatti hier platt wie sonst was. Schaut euch mal dem sein Gesicht an. Das ist blutüberströmt. Das ist einfach komplett rot. Sonst kann man da nichts sagen. Und jetzt schreitet der Undertaker zur Tat. Nein, geht da bitte hoch. Der Undertaker geht die Leiter hoch. Versucht, den Koffer runterzureißen. Wird es ihm gelingen? Ja, da ist es. Da ist es. Der Undertaker hat das Tables, Ladders and Chairs Match gewonnen. Gegen Bugatti. Und da sehen wir nochmal die Highlights hier. Bricht der Undertaker Bugatti durch den Tisch durch. Und da ist er. Der Chokeslam außerhalb des Rings. Auf den harten Boden. Und da ist der Tombstone, der Bugatti den Rest gegeben hat. Das war der dritte für dieses Match. Und hier nimmt sich der Undertaker den Titel. Bugatti steht in der Zeit unten wieder auf. Ja, nicht den Titel, sorry, den Koffer. Aber der Undertaker schafft es und gewinnt dieses Match. We've all just witnessed a contest we'll be talking about for years to come. So, meine Damen und Herren, das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13 mit dem Universe-Modus. Noch 2 Wochen bis Extreme Rules.
Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.